Espressomaschinen gab es in den 50ern noch nicht. Damals musste Klaus Harl aber sowieso nicht arbeiten. Trotzdem war er als Kind am Stand seiner Eltern immer mit dabei. Vielleicht nicht so eifrig arbeitend wie jetzt, aber ich war da und habe auch alles mir, habe das auch gesehen. Ja. Und es war eine Veranstaltung, die wir als Kinder mit meinen Geschwistern auch gerne besucht haben. Und für mich im Verhältnis war das noch viel größer als jetzt, kann ich Ihnen sagen. Ja. Aber da tatsächlich war es viel kleiner. Es war nur eine Halle und es war die alte Messehalle, die in der Bayreuther Straße stand. Schon die Premiere lockte 25.000 Besucher. Den absoluten Rekord gab es dann 1989. 270.000 Messegänger. Bis heute ungeschlagen. Es kamen sehr viele Menschen aus dem Osten, die dann hier gesagt haben, hier ist das Paradies, man kann alles einkaufen, was man früher nicht bekommen hatte. Und da war die Konsumenten eine der Anziehungspunkte, wo dann auch sehr viele aus sehr weit kamen, aus den östlichen Bundesländern. Und die Konsumenten mussten teilweise Gänge auch sperren, weil es so voll war. Also das war wirklich eine Zeit, eine außergewöhnliche Zeit. Seitdem hat sich viel verändert. Die Consumenta wächst nicht nur räumlich, sondern deckt auch immer mehr Themengebiete ab. Design, Lifestyle und Gesundheit kamen nach und nach hinzu. Eine Veränderung, die Klaus Harl von Jahr zu Jahr miterlebt hat. Er feiert im Dezember seinen 60. Geburtstag und will auch weiterhin mit der Consumenta alt werden. Denn diese Messe ist schon seit seiner Kindheit ganz dick im Kalender markiert.